Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir haben die Prinzessin nicht besiegt, wir sind wieder zu ihr gekommen, wir haben die Aufgaben für sie erledigt und werden mal gucken, was sie uns Schönes anbieten kann. Das sieht schon mal gut aus. Das sind einfach hier mal 30 Stufen, das ist egal. Jetzt nehmen wir unser Set mal ab. So, und was machen wir? Tötet den Marieta Bluttroll. Lache für die Gefallenen. Ich halte mich lieber bedeckt, bis die Zeit reif ist. Genau. Und dann bereiten wir Athena gemeinsam ein Ende. Ah, da seid ihr ja. Wie Gahun es uns zugeflüstert hat. Das wird ein Spaß werden. Ja, dann komm mal her, zeig mal, was du kannst. Arme Talanji. Wir sind die Kinder von einem mächtigen Loa. So werdet ihr uns nie besiegen, Kind. Ihr könnt mich nicht einschüchtern, Athena. Ich werde euch töten. Ein Ziel. Genau wie euren Meister. Ihr steht der Macht von Gahun gegenüber. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Ich zeig's euch. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr entkommt mir nicht, Athena. Ganz egal, was ihr für ein dunkles Voodoo benutzt. Sie muss in der Nähe sein. Ich gebe nicht auf. Schon gar nicht, wenn wir so kurz davor sind, die Anführerin der Monster zu töten. Natürlich gehen wir nicht auf. So. Aber bevor ich das abgebe, will ich hier nochmal kurz. Natürlich. Wo versteckt es sich hier an der Wand? Nehmen wir natürlich alles mit. Aufgabe 2 von 10 gesammelt, sehr schön. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. So, hilft dann ja aufzuspüren. Sandala ist, macht euch bereit. Wir wissen nicht, was vor uns ist. Beim Loa. Nein! Das ist also die wahre Macht von den Bluttrollen. Oh, Vater, warum hast du sie nur so lang ignoriert? Oh, ein Filmchen. Ich wusste, dass die Bluttrolle eine Bedrohung sind. Aber das hätte ich nicht erwartet. Wenn das Monster befreit wird, wäre das das Ende von Suldasar. Jetzt seht ihr's! Jetzt versteht ihr's! Gahun kommt euch alle holen! Wir verschwinden von hier! Wir müssen hier weg. Haltet euch fest. Okay. Lauft, kleine Prinzessin. Nichts wird euch vor meinem Meister retten. Gahun wird euch fressen. Ich habe keine Angst vor euch oder euren Monstern. Ihr werdet alle durch meine Hand sterben. Sie verfolgen uns nicht mehr. Sieht aus, als haben wir es geschafft. Wenn die das Monster entfesseln, werden die Bluttrolle unaufhaltbar. Selbst ihr und die Horde reichen da nicht mehr aus. Wir brauchen einen neuen Plan. Okay. Wenn du das so sagst, dass wir da nicht ausreichen. Ich höre die anderen in der Nähe. Aber wir holen uns erst nochmal schnell den Sternmob. Den holen wir uns. Ist er denn? Da ist er ja. Zack. Noch nicht bereit. So,
so langsam fallen sie nicht mehr instant. Ja gut, instant sind die Rahmen sowieso noch nie gefallen, aber schneller haben wir sie auch schon mal Daumen bekommen. Zack. Sehr schön. Oh, und gleich noch eine Sternrose. Ne, eine Flussknospe. Auch gut. So, und jetzt gehen wir die Aufgabe ab. Und gucken, was als nächstes kommt, was die Prinzessin plant. So, zack, hier lang. So, Flugpunkt. Die haben was? Ihr habt gesagt, das ist nur ein Häufchen Sumpfbewohner. Ich glaube, dieser Gahun gibt ihnen Macht. Mehr als wir bewältigen können. Wir brauchen eine neue Strategie. Das klingt ja, als habt ihr schon einen Plan, Prinzessin. Viel zu tun. Macht's kurz. Beratet euch mit Taut über den nächsten Schritt. Möge Buonsamdi eure Feinde holen, bevor er euch holt. Wir sind nicht mächtig genug, um die Bluttrolle aufzuhalten. Uns bleibt nur eine Option. Die Loa in Nasmir. Die Loa? Die sind uralte, mächtige Geschöpfe, Prinzessin. Woher wollt ihr wissen, ob die überhaupt hier sind? Nasmir ist ein verfluchter Ort. Doch halten sich dort Loa auf. Zurück. Ich finde raus, wer von denen hier ist. Für die Dunkelspeere. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Torga, der Schildkrötenloa. Er ist gutherzig und weise. Ich weiß, er wird uns helfen. Sehen wir, wer noch da ist. Der Froschloa, Krakua. Er ist in Nasmir. Er ist ein starker Loa, der sich das mit den Bluttrollen sicher nicht gefallen lässt. Ah, Hirik, der Fledermaus-Loa. Er muss irgendwo in Nasmir sein. Er ist schlau und weiß bestimmt, wie wir die aufhalten. Buonsamdi, der Loa des Todes. Mächtiger Loa, aber auch gerissen und gefährlich. Für ihn ist alles ein Geschäft. Ich spüre seine Macht. Er ist in der Nähe. Näher als die anderen Loa. Wir lassen uns also mit dem Todesloa ein, mit dem Schildkrötenloa, mit dem Fledermausloa und mit dem Froschloa, damit wir die Blutrolle aufhalten. Das ist der einzige Weg, um mein Volk zu retten, Rokan. Ich würde alles aufgeben für ihre Sicherheit. Helft ihr mir? Ich mach mit, Prinzessin. Bis zum bitteren Ende. Ich tue, ich was auch immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Guck nach Hinweise auf Armut oder Lore. Auch dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schleimen. So, okay. Nehmen wir die Aufgabe auch noch an hier. Was treibt ihr hier? Trefft Sandala für immer. Shadra sieht alles. Ich hab ne Idee. Na komm, den folgen wir erstmal hier. Was wollt ihr, Tastermann? Okay. Okay, den wollen wir nicht besiegen. Ach, kein Problem, das kriegen wir hin. Okay, so sei's. So, gibt's hier sonst noch eine Aufgabe? Nee. Können wir hier was verkaufen? Hier können wir noch mal was verkaufen. Hier gibt's nur das Beste, Juju-Mann. Juju-Mann? Okay, danke. Was ist ein Juju-Mann? So. Stangenwaffe können wir auch mal verkaufen. Verkaufen erstmal ein paar Sachen. Eine Axt brauchen wir auch nicht. Einen Kolben auch nicht. So, Kette. Können wir auch verkaufen. Kaufen.
Verkaufen wir auch. Kaufen wir, verkaufen wir. So, was haben wir hier noch Schönes? Das lassen wir. Oh, machen wir weiter nächstes Mal. Überragend. Was hat er denn schon? Ja, ist klar. Ups. Ah. So, dann gucken wir mal, was wir für Aufgaben. Saurierzähne. Schnupfhunger absolviert, okay. Da haben wir das. So, dann werden wir nochmal hier. Kurz. Dinosaurierzähne kriegen wir natürlich von denen. So, zack. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So. Wie absorbieren wir den jetzt? Müssen wir den erst töten? Okay, erst töten. Loot. So, hier dürfen wir, glaube ich, uns nicht ganz so nah ran pirschen. Ich weiß nicht, ob der komische Dinosaurier einfach anstürmt. So, komm. Ich bin außer Reichweite. Zack. So, boom. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zack, ein paar Dinosaurier-Zähne und die müssen wir absolvieren. Zack, absolviert. Hat er beide absolviert? Ja. Okay. Ich muss näher Zack. Heran. Greifen wir dich an. Das ist zu weit entfernt. Dich greifen wir an. Machen wir mal ein paar hier zusammen auf einmal. Ich bin außer Reichweite. Dich greifen wir auch an. Zack. Zack. Ich brauche ein Ziel. So, liebe Leute, da haben wir heute wieder echt viel geschafft, würde ich sagen. Gut, in der Folge nicht, aber allgemein haben wir heute sehr viel geschafft. Weil wenn ihr mal verfolgt, ihr könnt ja oben immer sehen, an welchem Tag ich aufnehme, dann seht ihr, dass wir heute echt viele Folgen aufgenommen haben. Das reicht erstmal wahrscheinlich für anderthalb Wochen. Oh, was ist denn los? Ach, unser Tier ist tot. Warum ist unser Tier tot? War das doch ein bisschen zu viel? Mensch, hier diese kleinen Raptoren, die sind echt schlimm. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön. Ein paar Zähne brauchen wir noch. Absolviert. So. Wie viel müssen wir denn absolvieren? Zwei. Die holen wir uns jetzt. Zack. Zack. Von denen kriegen wir auch dann die letzten Zähne. Hier können wir gleich noch was einsammeln. Und zack. So. Boom. Ich habe kein Ziel. So, haben wir. Ach, absorbieren müssen wir sie noch. So, da hinten sammeln wir das noch ein. Dann brauchen wir noch zwei Zähne, die holen wir uns da hinten. So. Na komm, nehmen wir dich gleich mit.
totstellen. Ich brauche ein Ziel. Und ich muss näher heran. Zähne haben wir. Warum greift er den da hinten noch an? Warum? Was ist denn los mit dem? Zack. Ja, aber mit dem Bogen sieht gut aus. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, jetzt aufmounten. Dann gehen wir die Aufgabe gleich mal ab. Oh, da ist er schon. Da ist er ja schon. Wer seid ihr denn? Das weißt du, wer wir sind. Immer schön aufpassen. So, oh, das ist alles, was ich brauche. Jetzt ist es Zeit für mehr Kraft. Okay. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. So. Geht mit Johnny zum Glück. Da müssen wir ein paar Flugsaurier töten. Ich habe kein Ziel. Aber das machen wir in einer weiteren Folge von Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ihr wisst wann, immer um 10, außer sonntags und samstags vielleicht mal ein Spezial. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.